Hallo, heute werde ich über das BlueRT EB70 tragbare Powerstation berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den Reparaturzeit-Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Bleiben Sie versorgt, wo immer das Leben Sie hinführt. Die tragbare EB70 Stromversorgungsstation wurde aus ultimativer Innovation und modernsten Technologien entwickelt. Sie verfügt über einen 1000 Watt Wechselrichter und einen 716 Wattstunden LIFE-PO4 Akku, der ausreicht, um Ihre wichtigsten Geräte unterwegs oder bei Stromausfällen zu betreiben. Energie für alles unterwegs. 10 Ausgangsanschlüsse erfüllen Ihre Anforderungen zum gleichzeitigen Laden von verschiedener Geräte. Ein drahtloses 15 Watt Ladepad an der Oberseite erleichtert das Aufladen von Mobiltelefonen erheblich. Von Mini-Kühlschränken bis hin zu LED-Leuchten ist es eine großartige Aufbewahrungsoption für Camping und Notfälle. Entwickelt für das Leben unterwegs. Versorgen Sie mehrere Geräte wie LED-Leuchten, Ventilatoren, Projektoren und mehr mit Strom, bauen Sie ein bewegliches Kino, genießen Sie ein Filmfest mit Ihrer Familie beim Camping oder auf einer Wohnmobilreise. Einfach portabel, unendliche Möglichkeiten. Dank des integrierten ergonomischen Griffs lässt sich das Gerät mit nur einer Hand leicht anheben und bewegen. Eine ausgezeichnete Backup-Stromquelle, mit der Sie sicher sein können, dass Ihnen der Strom nicht ausgeht oder ein unerwarteter Stromausfall droht. Ein Must-Have-Campingpartner. Mit seinen kompakten Abmessungen von 32 x 21,6 x 22,1 cm und einem Gewicht von nur 9,7 kg ist der EB70 für Camper und Wanderer konzipiert, die damit fast alle wichtigen Dinge unterwegs mit Strom versorgen können. Vom Telefon über den Laptop bis hin zum Elektroherd. Es kann einfach durch Solarzellen aufgeladen werden, sodass Sie sich keine Gedanken über den Stromverbrauch machen müssen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Schwer. Etwas teuer. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr gute Verarbeitung. Hohe Ladekapazität und Nennleistung. Viele Anschlüsse. Übersichtliches Display. Sehr robust und massiv. Gleichzeitiges Aufladen und Benutzen. Induktives Laden für das Handy. Das war's mit unserem Testbericht zum BlueRT EB70 tragbare Powerstation. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!